So, meine Freunde, willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Das Video oder das Videoformat, was ich jetzt aktuell nutze, funktioniert. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Die Osmanen verkloppen die Polen, aber die Polen schlagen zurück. Rückkehr der Polenritter. Ich würde jetzt einfach, weißt du was, wir greifen jetzt einfach mal an, YOLO. Gut, man stelle sich vor, die hätten uns geholfen. Das wäre echt cool gewesen. Muss ich schon sagen. Also ich hätte es echt hart gefeiert, wenn die uns geholfen hätten. Arschlöcher. Dreckigen Wichser. Niederträchtiges Volk von Vollidioten. So ein nutzloses Stück Scheiße. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber ich bin gerade echt ein bisschen angepisst. Ich bin richtig sauer gerade. Also ich könnte euch das sehr schwer vorstellen. Ich bin gerade echt angepisst. Ich bin gerade wirklich sehr angepisst. Ja. Ich bin gerade sehr, sehr böse. Also wirklich. Ja, das war klar. Das war klar. Das war eben genau das Ding, womit ich gerechnet hatte, wenn da der Krieg, also wenn ich habe ja gewusst, dass das kommen würde, war mir schon klar, wenn der Krieg kommt und ich eine Schlacht verliere, bis jetzt passiert ist, dann kommt eben dieser total bescheuerte Krieg gegen mich. Und das kannst du halt schwer gewinnen, ne? Naja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu kämpfen und zu sterben. Und zu hoffen, dass das möglichst gut ausgeht. Kann ja keine Separatfrieden schließen, ne? Ja, wobei. Mit der einen oder anderen Nation geht's schon. Wahrscheinlich. Digga. Was soll das? Gut, die einzige Idee, die ich hätte, wäre Söldner. Söldner und viele, viele Schulden. Das ist die einzige Idee, die ich jetzt noch habe. Ah, Bremen hat uns immer die Treue gehalten. Plus die Tatsache, dass mein Herrscher ein sehr fähiges Stück Land ist. So. Jetzt müssen wir es halt klug anstellen. Wir haben nicht viel Zeit. Aber wir müssen halt möglichst hart und schnell zuschlagen, hätte ich mal behauptet. Oh, ist die Musik so laut? Ja, wir müssen der Hauptarmee oben aus dem Weg gehen. Und das schaffen. Okay, erster Sieg. Naja, Verschleiß ist halt auch scheiße. Verschleiß ist nicht gut. Was können wir hier machen? Disziplin rauf, Prestige rauf. Gibt es irgendwas mit Dings? Zinsen? Nee, ne? Ja, aber republikanische Tradition, scheiß drauf. Kannst du immer brauchen. Gehen wir mal dorthin. Wir freuen uns an dem nächsten Sieg. Leider kein ganz so deutlicher. Da kommt doch. Ah, dachte, da kommt Verstärkung rein. Tat aber gar nicht. Wir werden auf alle Fälle Kredite aufnehmen müssen. Da wird leider kein Weg dran vorbei. Die haben sich ja ein bisschen aufgesplittet. Dumm wie sie sind. Aktuell haben wir auch noch alle Bock zu kämpfen. Gucken, ob wir die abfangen können. Das sind Condottieri, die haben die sich auch noch gegönnt. Ey, solch niederes Volk, ne? 70.000 Mann. Ja, gut, gut. Stellt euch da auf den Haufen. Stellt euch da ruhig drauf. Das ist mir relativ wurscht. Ist mir tatsächlich echt egal. Hm.
Prestige ist jetzt auch nicht so schlecht für uns. Okay. Geht schon los mit den Krediten. Aber es lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Den brauche ich jetzt gerade nicht eigentlich. Disziplin nochmal rauf, hätte ich mal gesagt. 5% Disziplin sind 5% Disziplin. So, wir haben bis jetzt 15.000 verloren. Die haben über 30.000 verloren. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Lagert, was ihr wollt. Ja, die Polen. Mit denen bin ich noch verbündet? Nee. Ach, ich bin aber nur gemeinsam mit denen in den Krieg gegen die Osmanen. White Peace haben sie keinen Bock, die Osmanen. Oh, Ungarn hat mir ein Geschenk gemacht. 165 von Ungarn. Einfach so. Das war no joke. Spiel ich das Spiel echt schon eine Weile, aber ich hatte noch nie, dass sie mir ein Geschenk gemacht haben. Ja, toll. Bremen ist raus. Macht es auch nicht besser für mich. Auch wenn wir es bis jetzt, ja, wenn wir es bis jetzt ganz okay machen. Und der Warscore tickt ja auch schön hoch. Aber trotz allem. Ne. Unser General ist ein Jackpot. Aber was willst du gegen diese... Wenn die da alle auf dem Haufen stehen, kannst du eigentlich nur hoffen, dass die Verschleiß bekommen. Kämpfen die sich jetzt da gegenseitig oder was machen die da? Oh, 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 Böhmen. Böhmen, oh, das ist Jackpot. Thüringen, Brandenburg und oh, das ist nice. Das ist tatsächlich sehr nice von Böhmen an der Stelle. Gut. Das ist wieder der Klassiker in solchen Situationen. Ah, jetzt teilen sie sich wieder ein bisschen auf, diese Dummköpfe. Das nutzen wir direkt aus und gehen einfach mal wieder schön in die Offensive. Sehr schön ausgelöscht. So, dann gucken wir mal vielleicht. Ja, das ist halt das, was wir halt machen müssen. Wir müssen halt gucken, dass wir die einfach an solchen Punkten dann off guard erwischen. Und dann halt so dezimieren, wie halt hier zum Beispiel. Nächster Sieg. Das sind gewaltige Schlachten, Leute. Tut euch da mal nichts weg. Nächster Sieg. Und die kämpfen da gegen irgendwelche Protestanten. Soll mir recht sein. Nächster Sieg. Und jetzt auf dorthin. Moral könnte besser sein, aber trotzdem... Nächster Sieg. Ah. Haben sie wieder gesammelt, die Gauner da. Die Osmanen haben das Ganze für sich entschieden. Polen tritt Girju, Bessarabie, Berlat, Buzau, Melitopol, Tichinia und Targowist. Ach komm, Alter, die treten einfach alles ab, Mann. Während ich einen Kredit nach dem anderen aufnehmen muss. Ja, das ist ja, das kann ich jetzt genau brauchen, ja. Das ist genau das, was mir noch gefehlt hat. Danke für nix an mein eigenes Volk. So, hat sich auf alle Fälle schon weit ausgebreitet. Köln hält Köln. Köln hält Köln. Könnte übrigens eine relativ interessante Schlacht werden. Die wir ebenfalls wieder gewinnen.
auch gewonnen. Alter, wir gewinnen auch wirklich alle Schlachten, aber... It's not enough yet. Wir müssen halt mehr Wipes. Wir bräuchten mehr aus... Also, oh Gott. Okay, die haben wir ausgelöscht. Wir müssen halt auch ein bisschen regenerieren. Das ist das Problem, das mit der Regeneration klappt nicht so richtig. Okay. Bräuchten wir nochmal ein, zwei Friedensabkommen. Kann doch so schwer nicht sein. Nächster Kredit. So, Moral ist wieder back. Dann schlagen wir wieder hart zu. Ausgelöscht. Ich wollte pausieren, aber danke. Okay, auch gewonnen. Breiten sich auch sofort wieder aus, Alter. Wie so ein Krebsgeschwür, Alter. Die gehen mir halt auf den Sack. Warum haben die jetzt auf einmal wieder eine höhere Kriegsbegeisterung? Was soll denn der Scheiß? Kann mir einer verraten? Wahrscheinlich nicht, ne? So, die haben wir weg. Gucken, dass wir die vielleicht erwischen. Ja. Also ich würde mal behaupten, wir stehen trotz allem. Ah. Ha. Oh, ihr Opfer, Alter. Haben die echt... Ah, schön. Gefällt mir. Gefällt mir tatsächlich. So, da brauche ich jetzt trotzdem noch zwei Schiffe. Hm. 20 Kirchen macht. Also ich muss hier sagen, ich sag's, dass wir das gewonnen haben. Puh. Hätte ich selber nicht geglaubt. Kein Stück. Kein Stück. In dem Unruhe global minus 1 ist eine entspannte Sache, weil das kannst du gut nutzen langfristig. So. Plus 4, 7, 5. Das ist ja alles gut und schön. Doch diese ganzen Schlachten haben wir jetzt auch in der Zwischenzeit fast 100 Armeetradition angesammelt. 1000 diplomatische Macht. 1300 können wir maximal halten. Ja, das Gute ist, dass wir jetzt einen Waffenstillstand mit den meisten haben. Ja, und trotzdem nichts machen können. Die sind zu stark. Vor allem nach dem Krieg sind wir jetzt auch ein bisschen ausgeblutet. Warum hassen die mich jetzt eigentlich alle so? Alles nur wegen dieser ketzerischen Religion. Wolgast hat Brandenburg den Krieg erklärt. Ja, Polen sind Hundesöhne. Die Polen sind Hundesöhne. Ah, ich habe leider aktuell keinen anderen. Was sag ich mit euch? Mhm. Die haben mir sogar Geld geschenkt. Wollen kein Bündnis. Gut, Armeestärke. Minus 20. Aber so schwach bin ich doch gar nicht. Keiner mag mich. Ist das scheiße. Eine Innovationsfertigkeit. Ja, machen wir mal das. Dann nochmal entspannt ein bisschen Land beschlagnahmen. Haben jetzt auch unter anderem Autonomie. Boah, das gibt's jetzt nicht, oder? Gibt es denn eigentlich irgendjemanden, der unsere Religion teilt? Aktuell nur Böhmen. Oh, ist es nicht euer Ernst? Böhmen. Ah. Ausgerechnet Böhmen. Machen wir Wolgast. Wolgast ist wenigstens eine Nation, mit der ich mal klarkomme.
Wir jetzt mal ein bisschen einfach versuchen, mit Böhm die Beziehung zu verbessern. Mal gucken, wie die jetzt auf unser Friedensangebot in Anführungsstrichen reagieren werden. Wenn überhaupt. Wir können jetzt alles forschungstechnisch verbessern. 690. Warum kriege ich denn in manchen Provinzen trotzdem keinen Fortschritt? Was soll denn der Scheiß eigentlich? Prestige pro Entwicklung ist immer eine nette Sache. Immer nice to have. Okay. Hä? Haben die nur Freunde, die Brandenburger? Ah, Ansbach und Bayreuth. Die haben sich echt übernommen, die Trottel. Das ist schon ein bisschen lustig, muss ich gerade gestehen. Nicht so lustig wie die Tatsache, dass ich 630 Schulden habe noch. Wie auch immer ich da jemals auf ein Schiff kommen soll. Ah, gut, da können wir nochmal was bauen. Ja, da bleibt mir jetzt wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, außer einfach herzugehen. Und ein paar Punkte in die eine oder andere Provinz zu investieren. Und natürlich gleich ein bisschen mehr Geld zu machen. Plus, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch in der Zwischenzeit 12 Punkte, die wir noch jeden Monat ausgeben. Für unsere Berater. Oh. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, ja, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch schlechter für mich. Prestige. Ach, das ist halt, wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Böhmen drauf eingeht, was wir hier machen. Und dass sie ihren Rivalenstatus uns gegenüber einfach irgendwann auflösen. Ja, haben sie, oder? Haben sie? Warum haben wir jetzt so gute Beziehungen auf einmal? Wer hat doch irgendwas mit minus 100? Oder haben die mich schon aus der aktiven Rivalität? Nee, haben sie nicht. Ja, mal gucken. Ausländisches Viertel in Berlin-Köln. Ja, manche Sachen ändern sich auch nie, gell? Oh Gott. So, Handel aktuell 13,35. Haben wir jetzt. Oh, 16. Oh Gott, Idee, aber. Da habe ich ja wirklich ein bisschen gepennt sogar, ne? So, du bleibst mal drinnen bei den Böhmen. Schau, plus 50 sogar. Schau mal, Böhmen, plus 50. Versteht ihr? So, machen wir mal freundlich. So, eins wird zurückgezahlt. Jetzt schauen wir mal, ob Böhmen das Angebot annimmt. Militärzugang bekommt ihr auch. Aus irgendwelchen Gründen hassen die mich allerdings abgrundtief. Mal zwei Kanonen dazu. Zwei Infanterie. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sind die noch mit Wolgas verbündet? Ich hoffe mal, dass wir das vielleicht irgendwie trotzdem noch hinbekommen. Vertrauen ist halt scheiße irgendwie. Wie ist das eigentlich mit Österreich? 34 wieder. Ich glaube, alle 10 Jahre steigt es um einen Punkt an. Wenn mich nicht alles täuscht. 547. Das heißt, wir gehen wieder her und packen das Ganze einfach hier rein. Nehmen die extra Punkte schön mit und erfreuen uns jetzt auf 10,27. So, Wolgast. Mit denen entspannt sich das auch. Okay. Jetzt liegt es nur noch am Vertrauen.
Das kann ich leider nicht einfach so wiederherstellen. Was bekommen wir durch Hofieren? 0,13 im Monat. Das ist halt auch nicht so viel. Wir haben auch 91 Prestige, ne? Ist aber auch nicht schlecht. Aber das ist halt auch so ein Ding, ne? Da können wir mal sehen, wie einfach du trotzdem dein Einkommen auch erhöhen kannst. Mit ein paar Punkten, ne? Um ein Goldstück einfach mehr. Weil du hier und da den einen oder anderen Punkt investierst. Diplomatische Beleidigung. Schau, ich mache einen auch freundlich auch noch. Klappt leider immer noch nicht ganz. Nein. Ach, alles so Müllnation. Ich meine, die Müllnation hätte mir wahrscheinlich den Arsch gerettet. Hätte ich sie gehabt vorhin. Zwölf von 21 Provinzen. 13 von 21. Ich bin übrigens, glaube ich, eine der letzten. Ja, ich bin eine der letzten Nationen. Liebe gehält einen Anspruch auf Braunschweig. Okay. Nee, ich möchte kein Grotland verkaufen. Das gibt mir viel zu wenig Geld. Uckermark Grundsteuer 8. Ja, let's go. Das ist überhaupt kein Problem. Klick, klick. Und dann beschlagnahmen wir nochmal ein bisschen Land. 84%. 100 Prestige. Mein Kommandant ist gestorben. Noch ein Unterhalt minus 10%. So, plus 12. Ah, das ist immer scheiße mit dieser Inflation. Jetzt haben wir auch keinen Kriegsgrund mehr gegen Böhmen. Wir gucken jetzt einfach, dass wir da einfach ein bisschen Gefallen bekommen. 0,18. Modifikator durch relative militärische Macht minus 70%. Naja, aber pass mal auf. Zehn, vier, drei, zwölf, fünf. Zwölf, fünf. Jetzt mal gucken, was das für Auswirkungen hat dann direkt an der Stelle. Dann bin ich auch 40.000 Mann. Okay, hat überhaupt nicht gejuckt irgendwie. Und wir können nochmal die nächste Regierungsform erlassen. Wirtschaftliche Belange. Oh, das könnte interessant sein. Bürger ermächtigen. Mhm. Bürger beschränken. Merkantilistischer Ansatz. Freihandel braucht keine Sau. Das ist auch nice. Ah, das geht nicht. Ah, also das oder das. Inflation steigt halt einfach automatisch auch bei uns so ein bisschen mit. Deswegen würde ich vielleicht wirklich sagen, weil ich auch wirklich sagen muss, auf der anderen Seite, Entwicklungskosten minus 5%, produzierte Güter sind mir eigentlich fast schon trotzdem lieber. Schande über mein Haupt. So, 164, das können wir jetzt fördern und dann können wir nochmal richtig, müssen wir nur kurz gucken. Nee, das ist doch noch alles. So, fördern wir jetzt endlich. Und dann pumpen wir jetzt rein in das Ganze. Haben auch eine neue Ideengruppe verfügbar. Und hier werden wir jetzt dann die Wirtschaftsideen machen, oder? Ja. Schwerpunkt haben wir eh schon da. Das können wir machen. Das habe ich doch eh schon mal alles freigeschaltet gehabt. Oh, Beraterkosten minus 10%. Das hätte ich auch auf alle Fälle gerne später. Und da will ich an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir machen Lübeck great again.
Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.